In Frankfurt und München wurden heute fast alle Flüge der Lufthansa abgesagt, aber auch von Fluggesellschaften, die die Abfertigung bei Lufthansa-Personal haben. Des Weiteren, die Verdi-Gewerkschaft hat uns versprochen, dass bis nächste Woche zumindest kein neuer Streik kommt. Und der Bund hat auch die Lufthansa-Anteile alle zu Geld gemacht, also etwas schneller, als wir erwartet haben. Dann geht es weiter, dass man bei Swedavia, das ist der Flughafenbetreiber in Schweden, zum Beispiel vom Stockholm-Flughafen, für die Mitarbeiter wieder eine Gesichtsmaske vorschreiben wird. Und dann geht es weiter mit Heathrow-Flughafen. Da ist man so ein bisschen böse, weil es da einen TikTok-Trend gibt, der dem Flughafen noch mehr zu schaffen macht. Was haben wir noch? British Airways, logischerweise einen Deal aus Europa nach Nordamerika, damit wir mal was von der Oneworld haben. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle natürlich, wie immer, der Abonnierbefehl drängt dran, die Glocke anzumachen, aber auch ganz, ganz wichtig, und zu kommentieren und ein Like dazulassen. Der Flughafen in Frankfurt hat 725 Flüge absagen müssen, Lufthansa-Flüge. Und dort ist eine gähnende Leere. Wenn man die Bilder in den Nachrichten sieht, dann hat man das Gefühl, da passiert nichts, da kann man eine Stecknadel fallen hören. Ja, wie ein Sprecher des Betreibers Fraport erzählte, da sind die 725 Flüge ausgefallen. Normal wären 1160 Flüge am Start gewesen. Man hatte die Zahl für Mittwoch von 646 Flügen schon streikbedingt abgesagt. Und natürlich Terminal 2 ist eine andere Geschichte. Da ist es natürlich etwas lebhafter, etwas aufregender, weil da natürlich keine Lufthansa ist. Also insofern ein Trauerspiel. Schauen wir einfach mal, wie das weitergeht. Verdi sagt nämlich, kein Warnstreik vor den nächsten Gesprächen. Und wenn man sich das anguckt, ist es so, dass Lufthansa-Kunden nach dem Warnstreik jetzt am Mittwoch zumindest so ein bisschen durchatmen können. Und beim ZDF-Morgenmagazin wurde auf die Frage geantwortet, man könne das ausschließen. Und Christine Behle ist halt Verdi, die Verhandlungsführerin. Verdi und die Lufthansa wollen sich am 3. am 4. August wieder über die Arbeitsbedingungen der 20.000 Bodenbeschäftigten unterhalten, natürlich aber auch über das Gehalt, ganz wichtig. Und Behle verteidigt sich zudem über die Länge des Warnstreiks, der ja über mehr als 24 Stunden dauert. Also 3.45 Uhr angefangen, 6 Uhr am Folgetag, das ist also etwas mehr als 24 Stunden. Also ja, problematisch. Ein anderer Flughafenbetreiber setzt wieder neue Maßstäbe. Man geht da in den sogenannten Corona-Modus und man möchte, dass die Flughafenmitarbeiter dort die Maske tragen. In Schweden sind die Covid-Zahlen hochgegangen und man hat dann in einigen Regionen die Restriktionen und Bedingungen für den Mundschutz wieder eingestellt. Und jetzt will Swedavia, das ist halt der Flughafenbetreiber, die betreiben Flughäfen in ganz Schweden. Ich kann die euch mal vorstellen, das wäre Arlanda, natürlich Stockholm, auch Bromma in Stockholm, dann Landvetter, Malmö, Kiruna, Luleå, Umeå, Ere, Visby, Ronneby. Aber ich war doch, glaube ich, auch in Stavanger, war das nicht auch? Aber nun gut, ist halt so, und die wollen halt jetzt die Gesichtsmaske tragen. Es ist halt eine Vorsichtsmaßnahme, die gemacht wird. Es gibt im Moment natürlich keine Maßnahme für die Passagiere, das ist halt einfach so, aber wer die Gesichtsmaske tragen will, soll das einfach tun. Einige Fluggesellschaften wie Lufthansa wollen ja immer noch, dass man Gesichtsmaske trägt. Und dieser Vorschlag soll ab dem 27. Juli starten. Ich hoffe jetzt, dass bei der Übersetzung nichts falsch gelaufen ist. Also entweder ist es, also ich gehe davon aus, dass es kein Vorschlag ist, sondern dass sie ihn tragen sollen. Also dass das so mehr so eine Machen ist. Wobei in Schweden das schwierig ist. Was denkt ihr dazu? Soll man wieder mit der Gesichtsmaske anfangen oder ist das etwas, was jeder für sich entscheiden soll und da dann glücklich werden soll?
Wer glücklich werden will in Italien, kommt bei der Lufthansa und der ITA und der MSC, Delta, KLM, Air France und dann gab es ja noch einen Competitor, also diese Zetaris, glaube ich, hießen die, das war die Investmentfirma. Also zwei, eigentlich so viele Firmen sind nur zwei Angebote für die ITA, kommt da nicht drum rum. Jetzt gibt es in Italien natürlich ein Riesenproblem. Draghi, der Mario, ist zurückgetreten und die Entscheidung bei ITA zieht sich in die Länge. Lufthansa hat sich darüber ja beschwert. Dann ist natürlich der Zerfall der Regierungskoalition ein Riesenproblem. Man arbeitet natürlich jetzt kommissarisch weiter, aber das gibt ein Riesenproblem bis zum 25. September, weil dann erst die Neuwahlen sind. Die Zeitung La Repubblica sagt ganz einfach, dass das Wirtschaftsministerium sich gerade nicht ganz so sicher ist, was sie tun sollen über den Verkaufsprozess. Und Carsten Spohr sagte natürlich auch schon im Juni, dass er mehr Tempo haben möchte. Dann haben die Lufthansa und die Air France ihre Angebote nachgebessert. Lufthansa ist nach unten gegangen, die Air France ist ein bisschen hochgegangen und das Konsortium drumherum. Und insofern ist es halt ein Riesenproblem. Wenn man jetzt weitergeht, ist es halt so, dass natürlich da jetzt eine Regierung kommt, die etwas rechter ist. Das heißt also, bei den Neuwahlen kommt eine Dame an den Start, die halt in Italien sehr nationalistisch unterwegs ist. Und die wird natürlich den Deutschen nicht unbedingt erlauben, die Alitalia-ITA-Perle zu verkaufen. Was man natürlich auch nachvollziehen kann, aber auch nicht an die Franzosen. Also insofern mal gucken, was da passiert, weil man sich das Ganze nämlich anschaut, ist es so, dass man 720 Millionen Euro bereits aus der italienischen Staatskasse bei der ITA hat und da hieß es ja, das wäre finito, das wäre Schluss mit lustig, das wäre alles, alles, was man bekommt. Aber jetzt muss man halt 400 Millionen Euro Nachschlag fragen, weil die Knete einfach nicht reicht. Weil wenn man sich jetzt das Ganze anguckt, ist es halt einfach so, dass die ITA zwar 500 Millionen Euro Umsatz im Sommer erwartet, aber da die Kerosinpreise gestiegen sind, das sind dann nochmal eine Sonderbelastung von 40 bis 50 Millionen Euro. Und man kann natürlich jetzt sagen, dass man mit 188 Millionen positiven Cashflow abschließt. Aber das Problem ist, ein positiver Cashflow, den rettest du nicht über den Winter, weil im Sommer wird das Geld gemacht. Also insofern hat die ITA da ein Riesenproblem. Und ich glaube einfach, dass man sich das Ganze angucken muss, halt, wie es in Italien immer ist, mit einem Lachen und einem weinenden Auge, wenn es nicht so traurig wäre. Weil Italien, ich meine, Lufthansa ist ja mittlerweile auch streikbewährt. Ne? Also das haben wir ja festgestellt. Und die Italiener sind ja auch Streikweltmeister, wenn man so Klischees nehmen kann. Schwierige Sache, was da passiert. Jetzt gibt es einen Travel-Hack auf TikTok. Der ist ein Riesenproblem und zwar ist das so, dass die Urlauber da quasi ein richtiges Interesse dran gefunden haben. Warum? Weil wenn man Schlangen hat, so wie in Köln von einem Kilometer und länger oder der Boss vom Flughafen in London natürlich dann sagt, nee Leute, das macht das bitte nicht. Und jetzt fragt ihr euch, was machen die denn? Wheelchair-Service. Das heißt also, dass man halt jetzt in der Zeit in Covid mehr, oder Covid sage ich schon, Flughafenstreik, dass man da, obwohl man weniger Passagiere hatte, mehr Wheelchair-Services hat, das ist natürlich ein Riesenproblem. Also das ist ein Riesenthema. Warum mit Covid? Ganz einfach, weil natürlich 2019 verglichen vor Covid mit jetzt. Ja, auf TikTok wird das von einem Influencer Wolf Jenkin als der Hip-Trend gemacht und der ist damit mit dieser gefakten Krankheit oder Disability, wie das so schön im Englischen heißt, nach Bodrum in Türkei geflogen und hat das als Fast-Track benutzt. Kann man irgendwie verstehen, oder? Also ich würde das auch machen, aber auf einmal, ich hatte das mal, das wird ja auch immer so Jetway Jesus genannt, ne? Jetway Jesus, also diese, der Finger im Englischen heißt ja Jetway, der an den Flieger rangeht. Und in Toronto war das, ich hatte da, glaube ich, 80 Leute im Rollstuhl. 80, ja. Und das war eine Riesenschlange. Ich muss mal gucken, ob ich Facebook das Foto nochmal finde. Und kaum sind wir in Dubai gelandet, die sind alle rausgestiegen. Die sind alle zu Fuß gewesen. Also dieser Jetway Jesus, das war halt ein Riesenproblem. Ich finde das ein Thema. Aber man muss natürlich gucken,
Was auch passiert ist, da soll ja auch angeblich ein 82 Jahre alter Mann gestorben sein, weil er einen auf diese Escalator, also diese bewegenden Dinger, das ist das, was in Berlin übrigens nicht funktioniert, hat da halt sich selber auf den Weg gemacht und ist gefallen und dann leider verstorben. Und das war halt so, weil keiner von dem Team, was sich um diese Passagiere kümmert, in der Zeit am Flieger war, um ihn abzuholen. Also insofern, ja, überlegt selber, ob ihr es braucht oder nicht. Ich würde es immer nicht empfehlen. Und natürlich jetzt zum Ende hin wieder ein Thema, was wieder Spaß macht, wo wir immer was zu lachen haben, ist, wenn es Deals gibt, weil wir nämlich Geld sparen können. Und es gibt wieder einen richtig coolen Deal in der First Class von British Airways nach Nordamerika. Da gibt es einige Ziele und die Normalität, die man halt hat, im Transfer in London zumindest, weil man ja nicht durch die Security muss, da könnte man zum Beispiel, wenn man Madrid als Abflugort nimmt, nach Atlanta 2.800 Euro, Orlando wird 2.700 Euro, Boston 2.850, San Francisco 2.900 oder nach Vancouver auch mit 2.900. Jetzt sagt ihr natürlich, hey, welche Buchungsklasse ist das? Das ist Buchungsklasse A bei der British Airways und die gibt auch Meilen und das will ich euch nicht vermiesen, hätte ich fast gesagt. Das will ich euch gar nicht vorenthalten. Alaska Airlines gibt wie immer die meisten Meilen, 55.152, 30.640 gibt es bei der Iberia, aber auch natürlich bei der American, auch bei der British und bei der Aer Lingus. Dann gehen wir einfach die Liste runter. Bei Qatar gibt es noch 18.000 und ein paar kaputte. Deshalb die Empfehlung da immer, wenn ihr feststellt, dass bei Qatar Airways weniger Meilen zu bekommen sind als bei British Airways oder umgekehrt, dann schreibt das doch bei einem von den beiden Programmen gut oder auch bei Iberia, also bei dem ganzen Mix und schiebt es dann in das Konto rein, wo ihr es braucht. Ist natürlich doof, wenn man die für den Status braucht, aber nur damit ihr das so als Insider tippt habt. Qantas würde da keine Meilen geben. Das sind Zahlen, die ich von Where to Credit habe. Immer mit Vorsicht zu genießen. Es ist immer Pi mal Daumen wert für euch. Ja, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff, bei der täglichen Dosis von mehr Meilen, mehr Punkten, mehr Status. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen und natürlich unten kommentieren. Was habe ich denn? Glocke anmachen gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe alle vier Sachen gesagt. Nichtsdestotrotz, denkt an den Stammtisch. Ich würde jetzt den Stammtisch am 12.8. einfach mal confirmen in München, 13.8. in Frankfurt. Dann planen wir gerade in Helsinki einen, das Datum habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber auch im August. Und November wird es wahrscheinlich einen in Stockholm geben. Dazwischen im Oktober, in einer der letzten oder vorletzten Woche Oktober, wird es auch Los Angeles geben. Ihr merkt, Treffen mit uns sind möglich. Und was soll ich noch sagen an dieser Stelle? Bis morgen. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao.